Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer weiteren Runde Titan Quest Anniversary Edition. Und wir kommen so langsam sicher, ich sag mal, dem Ende dieses DLCs entgegen, glaube ich zumindest. Wir müssen ein paar Steine kaputt kloppen und noch irgendwas machen. Keine Ahnung, jetzt aus dem Kopf was. Ich hoffe, dass das so eine Automatik ist, was wir so. Ach, scheiß Magier. Auf der anderen Seite beruhigt es mich jetzt nicht sonderlich, dass wir jetzt hier auch bald auf den auf Hades, glaube ich, treffen. Das macht die Sache nicht einfacher. Aber gut, wie es ist, ist es. Hallöchen, Freunde. So, Meisterlampe. Ruhe ist. Wir schauen uns weiter um, ob hier noch irgendwie ein Weg abgeht, weil wir noch immer, ich glaube, 3 von diesen komischen Steinen finden müssen. Hä? Ich habe euch gerade eben getötet, Freunde. Wollt ihr mich verarschen? Seid ihr wieder auferstanden oder was? Kann ja wohl nicht angehen. Hallo. Gigant Vorhut. Ich habe eben was anderes gelesen. Lassen wir das mal. Das gehört jetzt hier nicht hin. Ein Helm, ein grüner. Kältewiderstand 43%. Nice. Das ist natürlich sehr nice. 12 Stärke. 57 Verteidigungsqualität. 130 Rüstung. Mir fehlt dann zwar Gesundheitsregeneration, aber der Widerstand ist natürlich nicht. Da sollten wir drüber nachdenken. Gewundener Abstieg. Na dann. Erstmal gibt es einen Brunnen. Freunde, können wir das mal lassen? Danke. Nochmal fetter Feuerwiderstand. Was ist denn hier mit den Widerstandssachen los? Hallo, Freunde. So, große Kiste. Was ist denn Rums? Rums ist eine Waffe, würde ich sagen. Naja, doch. Ist eine Waffe mit genauso viel Schaden wie jetzt. Lebensentzug für 3 Sekunden. Aber Geschwindigkeit normal. Kiste meint auf. Was ist Rums? Rums ist doch kein Speer, oder? Wir haben den komischen, aber von dem Schaden her würde ich fast. Nee, das ist Rums. Okay. Rums ist für uns uninteressant, aber ich glaube, ich bin schon wieder vollgepackt. Naja, doch, da habe ich noch Platz. Alles klar. Ich wollte sagen, jetzt schon wieder verkaufen gehen wäre auch doof. Hallo, Freundchen. So. Ich gehe jetzt einfach mal, weiß ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, gehe mal runter. Schnauze. Na, da geht's nicht weiter. Hallo? Ah, komm schon. So. Ja, die vorletzte Folge für heute. Da hinten geht's irgendwie weiter. Nochmal tiefer. Keine Ahnung, ob ich vielleicht doch gleich nochmal wieder hoch muss. Man weiß es nicht so genau. Ach, kein Mana mehr. Ich wundere mich gerade, warum der nicht auslöst, der Hund. Ich vergesse mal, dass ich jetzt auch die 2 habe. Um mal eben das Leben aufzufüllen. Das vergesse ich immer wieder irgendwie, warum auch immer. So, die Dicken sind echt kein Thema. Zumindest jetzt diese hier nicht, die uns entgegenkommen. So. So. Okay. Ich weiß nicht, ob wir richtig sind. Ich weiß es gerade wirklich nicht.
Gefängnis? Nee, ich glaube nicht. Ich gehe nochmal hoch, Leute. Sorry, aber wir müssen hier noch diese Erebus-Kristalle einsammeln. Von daher, und ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht vielleicht schon die Abzweigung genommen haben, wo es schon mal weitergeht. Das wäre jetzt blöd. Da ist nichts weiter. La 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 la. Kann ich hier denn jetzt weiter? Oder ich hatte doch da vielleicht was. Da würde es auch noch mal reingehen. So. Okay. Hallo Freunde. Könntest du da hinten mal aufhören? Ich habe das Gefühl, ich kann mich auch täuschen, dass diese Arschlöcher Durchschlagschaden raushauen, und seitdem wir diese Armrüstung tragen, scheint es zumindest ein wenig besser zu sein. Auch wenn es schwieriger ist, diese Gruppen zu erwischen, weil die sich ja gerne mal verpissen. Sechs starten. Aua, 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 ich muss da raus, ich muss da raus, ich muss da raus. Kein Mana. Das macht es schwieriger. Jetzt reicht's aber, Freunde. Ich werde sauer. Alter, was war das? Sekunde mal. Der hat mich jetzt echt eben einfach mal so weggemanscht. Das ist nicht so freundlich von ihm. Kann man nicht wirklich sagen. Ist ja wohl eine Frechheit. Wo bin ich denn jetzt? Wahrscheinlich ein ganz schönes Stück zu laufen, vermute ich. Aber gut, das ist, wie es ist. Ich kann es eh nicht ändern. Was? Wo kommst du her? Ich habe doch eigentlich alle... Oder wo kommt ihr her? Entschuldige. Falsche... So. Trotzdem stellt sich mir jetzt die Frage... Ne, wir sind hier durch als letztes. Genau, und dann sind wir gestorben, weil dieser Arsch uns mal eben ganz kurz gezeigt hat, wo Michael den Most holt. Könnte zwei Begründungen für geben. Ah, nee, das ist, der ist ein General. Penner. Alter, lass das. Lass das, Freundchen. Alter Schwede, die prügeln aber gut raus. Muss mal eben weg. Freunde, nicht mit mir. Läuft nicht. Ach, hier ist ein magischer Scheiß wieder. Wie ich das hasse. Da könnten, sind das zwei davon? Ne, eigentlich nicht. Doch, das sind zwei Dämonengenerale. Ein Traum. Und die klauen mir immer meinen Mana, die Penner. Ich muss da weg, ich muss da weg. Oh, Alter, was machen die denn für Schaden, bitteschön? Ich habe gerade keine Ahnung. Vielleicht sollte ich mir aber gleich erstmal meine EPs wiederholen. Das sind immerhin 5,5 oder 5.300. Alter Schwede, böse, böse Mitzikatze. So, ein Dämon müsste, also einer müsste gehen an sich. Ich muss aus dem grünen Zeus raus. So, der erste ist tot. So, das ist gut. Die 8 ist schon wieder noch nicht bereit. Da war doch noch einer. Da sag ich doch. Halt die Schnauze. Und den Scheiß mit deiner Flagge kannst du dir auch mal ihm schenken. Penner. Ah ja, der war ja deutlich schneller kaputt.
Aber wie viele von den Generälen sollen da noch kommen, ist die Frage. War die Quest jetzt erledigt oder nicht? Mal gucken. Drei Generäle. Das sind drei. Na toll. Also fehlen uns auch welche. Das macht es blöd. Hier geht es aber auf gar keinen Fall weiter. So gar nicht. So, hier ist Schluss mit lustig. Gut, dass ich nochmal umgedreht bin. Dann habe ich zum. Aber warum sind nicht alle drei auf einen Haufen? Das überrascht mich jetzt ein wenig. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich sie alle erwische. Drei wäre allerdings auch ein bisschen viel gewesen, wenn ich das mal so sagen darf. Es wäre nicht so geschickt gewesen, weil die hätten mich aber sowas von. Sowas von. Ja, ihr wisst schon. Mir fällt gerade der Begriff nicht ein. Aber gut, unbedarf dessen. Da hinten könnte noch was sein, aber ich glaube nicht. Nope. Hier sehe ich sonst auch nichts mehr. Ja, dann kann ich nur noch hier runter. Ich wüsste sonst nämlich nicht mehr, wo ich hin sollte. Dann gehe ich runter. Hm. Mehr als es verkacken kann ich auch nicht. Tüdelülü. So. Dann schauen wir mal. Also wie gesagt, ich glaube schon, dass wir so langsam sicher... ach, Schnauze. Dass wir so langsam sicher dieses DLC beenden. Dann haben wir noch ein ganzes DLC und dann ist der erste Titan Quest Durchgang durch. Alter, das sind jetzt ja auch schon 130 Folgen. Und ich mache die nicht so kurz wie bei, also es sind ja jedes Mal 5 Minuten mehr. Hallo? Willst du nicht aufmachen? So. Aha, zwei Gesundheitstränke. Ups. Punkte habe ich keine, wollte ich gerade sagen. Versuche ich nochmal die Türe aufzumachen. Wo es genau nicht geht. Nö, keine Chance. Die bleiben wohl ziemlich geschlossen gerade. So. Nein, die Türen lassen sich nicht öffnen. Da muss ich euch leider da drinnen lassen. Tut mir nur sehr leid. Aber da muss man doch irgendwie reinkommen. Bin ich jetzt doof? Also irgendwie muss man da reinkommen. All dieweil. Da hinten ist ja... gesperrt. Gesperrt. Gesperrt und gesperrt. Na gut. Dann kommen wir hier zurzeit nicht rein. Aha. Ich gehe jetzt erstmal hier hoch. Keine Ahnung, warum ich das tue. Ich tue es einfach. So. Böse, böse Mietzekatze-Spinne. So, da kommen noch mehr von den Scheißviechern. Bisschen Kohle. Bisschen Loot. Heilende Bla. Gesperrt. Auch gesperrt. Irgendwie möchte man verhindern, dass wir die Leute freilassen, habe ich den. Nein, das kann mich täuschen, aber das ist mein Eindruck. Dann gehen wir hier erstmal wieder runter. Hallo, Freunde. Ach, wer bist du denn da hinten? Ich sehe dich da. Ach, du bist ein ganz normaler, oder? Naja, geht.
So. Ach, da kommen die nächsten beiden. Also diese Lebensentzugfunktion ist schon ganz nice, wenn man mal so ein bisschen Leben braucht. Einmal draufhitten. Okay, nehmen wir mit. Muss man nicht gesperrt, gesperrt. Muss man nicht immer gleich einen Heiltrank nehmen? Die sind auch gesperrt, aber ich glaube, die will ich auch gar nicht. Ach, wer bist du denn? Ich glaube, es hackt. So. Okay, geht's dahinter irgendwie weiter, aber auch alles verschlossen. Hi, Freunde. So, aber das ist auch alles gesperrt. Ganz toll. Was denn? Toll. Du greifst mich selbst durch den Knast an. Also euch geht's auch echt so gut, Freunde. Alter, warte mal. Ja, machen wir so. Odon Tyrannos oder wie auch immer. Alter, hör doch mal auf damit. Das macht doch Aua. Ernsthaft jetzt. Zumindest sind wir noch aufgestiegen. Da gucken wir doch mal, was wir jetzt machen können. Da habe ich 3 Punkte reingesteckt. Das war ja auch keine dumme Entscheidung. Pulverisieren hat aber auch wieder nur so beschissene, die den Schild einsetzt, um Feinde zu treffen und sie dann bewusstlos zu schlagen. Ja, bla. Was war das denn hier? Schildschmetterer, 10%. Eine, sowohl mit Waffe. Ja, komm. So. C. Nee, S. Inventory, Quark. 2 verfügbare Punkte. Ich pack die beiden in Geschicklichkeit. So, und jetzt? Jetzt hier aber auch, komme ich hier immer noch genauso wenig rein. Geht genauso wenig. Was habe ich denn jetzt hier für eine Benutzungswahrscheinlichkeit? Naja, 16%. Pff. Jeder sechste, naja, sechste nicht. Jeder fünfte Schlag etwas, naja, doch sechste. Okay. Ich weiß nicht, ob das wirklich hilfreich ist, sonst muss ich das nochmal zurücksetzen. Ich weiß es gerade nicht wirklich. Aber die haben alle diese verfickte, entschuldigt, Benutzerwahrscheinlichkeit Nummer. Mag ich nicht. Da sind überall Truhen. Den Knast muss man doch öffnen können. So. Geht's da rein? Ja, geht es. Ach ja, Spideys. Dann tun wir das mal. Jede Menge mehr Spideys. So. Was denn? Irgendwie hört sich das an, als wenn er noch was leben will. Okay, komme ich jetzt wieder zu einem Kristall? Nee, irgendwas Bassiges sehe ich da hinten schon wieder. Freundchen, lass das mal bleiben. Gefällt mir überhaupt nicht. Ich glaube auch, dass das ein General ist da hinten. Erstmal das Gesocks drum mal weg. Na komm. Den Scheiß lassen wir mal. Aha.
Machst du jetzt einen auf Vulkan oder was wird das hier? So, bist du ein General? Eindeutig ist er ein General. Die 8 und die 6 hinterher und dann aufs Maul. Hör mal, hörst du mal auf wegzurennen? So, ein General weniger. Das war wohl erst der zweite. Ein was? Aha. 10% physischer Schaden, 10% Stärke, 95% Energie. Ja, nett, aber auch nicht so das, was ich brauchen kann. Oder was ich für mich denke, was ich brauche. Das mag der eine oder andere anders sehen. Aber so sehe ich das halt. Und ihr Lieben, damit sind die 20 Minuten auch schon wieder rum. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal bei Titan Quest Anniversary mit DLCs. Tschüss.